Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wir sind beim letzten Mal in dieser, naja, Gruft ist es ja nicht, in diesem alten Bunker gewesen und haben eine Schatzkarte gefunden. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach draußen und weiter zu Alex. So, da muss ich hin. Und wir wollten noch ein Artefakt finden. Genau, das hier irgendwo rumliegt. Moment mal eben. Da, wir müssen einfach den Weg nach draußen. Sollte recht einfach sein, dann liegt hier noch ein Artefakt irgendwo. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt nach draußen? Ich glaube nach rechts. Ich schaue mich mal eben hier nach oben, da oben nochmal um. Ah, genau, das war da, wo wir den Strom eingeschaltet haben. Ja, richtig. Ich erinnere mich wieder. Okay, gut. Wir müssen also jetzt da lang. Oder, Moment mal, liegt da was? Also ja, da liegt was, aber das ist nichts, was wir einsammeln können. Okay. Ja, Fackel wieder an. Da durch diese eckigen Gänge hier durch. Ja, noch zweimal um die Kurve und dann sollten wir in einen Raum kommen, wo dann dieses Artefakt liegt. Oder Dokument oder was es war. So, müsste jetzt hier sein. Oder nee, noch ein Stück weiter. Da vorne. Karte aktualisiert, ja. Ach hier, Moment mal, ja, da liegt's doch, oder? Hier, das da. Das war ja dieser Raum, wo ich meinte, dass da ein Geschütz stehen könnte. Das müsste ein Artefakt sein. So, da hinten. Komplett übersehen beim auf dem Hinweg. Oh, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. There's a picture of two girls. This wallet belonged to a the names on the picture. Millie and Coco. I found their toys. Ja, genau, die Spielzeugsachen da. Genau. So, was steht jetzt? Das ist ein Bild von zwei Mädchen. Ach, diese beiden hier. Diese Brieftasche gehörte einem Vater. Die Namen auf dem Bild, Millie und Coco, ja genau. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Ja, das wissen wir auch nicht. Die sind da eben irgendwie abgestürzt und das... Ja, das war's dann vermutlich. Und die eine hatte so einen Spielzeugzug und die andere diesen Stoffhasen oder was das war. So, das war hier... Ah ja, hier, Familienausflug, ja. Aus dem ist leider nicht viel geworden. Okay, aber schön, dass wir auch das gefunden haben. Wollen wir nochmal zurück ans Lager und den Fähigkeitenpunkt verteilen? Ich glaube, das muss nicht sein. Nö, ich würde ihn ja sowieso verteilen auf etwas, was ich ja sowieso nicht brauche, weil ich zu döselig dafür bin. Diese Nahkampfsachen eben. Nö, komm, also weiter. Wieder zurück. Ach ja, da müssen wir da wieder rüberspringen. Hier noch ein bisschen Munition einsammeln. Nö, ist alles voll. Moment mal, gehe ich jetzt wieder zurück? Nee, nee, das, oder? Das ist doch richtig, ja. Ja, da müsste es wieder nach draußen gehen. Das ist aber so weit weg. Geht das irgendwie vielleicht etwas... Ah, da vorne ist ein Loch. Also das ist mir nicht ganz geheuer da. Ich glaube, das ist zu weit. Ich will doch mal schauen, ob das irgendwie anders geht. Ob da noch ein anderer Weg ist. Aha, hier. Waren wir hier schon? Ach, das ist das hier. Ja, okay. Tja, aber hat hier jemand einen Weg nach draußen gesehen? Ich meine jetzt einen gangbaren Weg. Nach draußen kann man hier gucken, aber hier führt ein Seil nach unten. Ja, wir müssen nach da draußen hin irgendwie. Aber hier ist ja alles hier... Nee, da geht's wieder weiter nach innen. Nee, 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 das ist verkehrt hier. Dann müssen wir wohl doch da drüber springen. Oder von hier oben vielleicht, dass das einfacher ist. Nee, das ist ja noch weiter weg. Und da unten sind wir jetzt nur einfach nur eine Ebene tiefer. So, da kämen wir ja sowieso hin. Naja gut, wir müssen es einfach mal versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber... Ja, wie gesagt, na, man kann da, oder ich kann das zumindest... Entfernungen schlecht einschätzen. Wird sie das schaffen oder wird sie es nicht schaffen? Ich glaube eher nicht, aber wir werden das gleich herausgefunden haben.
Doch, sie hat's geschafft. Gerade mal so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sicher, eine andere Lösung habe ich jetzt auch nicht gesehen. Nö, alles voll. Okay, da waren wir vorhin schon drin. Also vorhin in der letzten Folge eben. Müssen wir hier hin? Boah, das sieht gut aus. Da war also auch mal ein Artefakt. Okay. Ach, da sind wir wieder draußen. Ja, okay. Und nochmal Überlebensinstinkte. Nö, hier haben wir ja alles. Und da müssen wir weiter. Neuer Ort entdeckt. Echt? Sagt uns die Karte das? Oh ja, da, guck mal da. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir schnell noch diesen Geocache finden. Hier hinter uns. Ist der hier irgendwo? Ach nee, rechts von uns. Da. Da drüben. Da unten drunter. Ha, da haben wir ihn ja schon. Okay. Ja, gute Frage. Nur, also, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Oh, da liegt ja auch noch was. Guck mal. Oh, dann hat sich das ja gelohnt. Wie gesagt, na, ich hab's nicht eilig. Also vom Spiel her wäre es natürlich sinnvoll, aber ich will das ja auch alles ein bisschen erkunden und sehen. Das kann ich zum Teil auch abseits der Aufnahme machen, aber ja, zum Teil eben nicht. So, okay, gut. Haben wir das auch geplündert hier? Haben wir noch was gefunden? Ach, den haben wir jetzt auch gefunden da. Ja, richtig. Okay, dann haben wir hier sowieso alles. Und dann geht es vielleicht sogar... Naja, wir müssen mit dem Seil wohl drüber. Ansonsten... Nee, hier... Ach, das ist wohl der Weg unten da. Guck mal, da ist auch eine Kiste. Ja, aber runterspringen ist da jetzt wohl keine gute Idee. Wir müssen also doch nach oben. Und hier sollte es nach oben gehen. Wozu wir die Dinge haben? Ah, brauchen wir das vielleicht, um da drauf zu kommen? Wozu sind diese Dinger da? Ich weiß es nicht. So, jetzt zieh mal dran, vielleicht. Nö. Keine Ahnung. Naja, okay. So, hoch da. Jetzt sind wir wieder hier. Und wo müssen wir jetzt hin? Darüber oder kommen wir wieder gerade... Nee, dahin. Da müssen wir hin, genau da. Da müssen wir hin. Jawohl. Und jetzt aber da lang. Da ist eine Brücke, okay. Müssen wir nicht springen. Oh, da müssen wir wieder balancieren, so wie es aussieht. Erreichen Sie das Wrack der Endurance. Also kann man das schon sehen hier? Da ist das da vorne. Sah so die Endurance aus? Nee, so verrostet doch nicht. Nee, nee, nee. Nee, wir müssen da schon noch ein Stückchen weiter. Was sagt denn die Karte? Ja, guck mal. Da geht's noch um einiges weiter. Hier, da ist noch ein Dokument. Ja, gut. Tja, da müssen wir wohl da rüberspringen. Ja, sehr gut. Ah ja, und da, hier kann man wieder schießen. So, ein bisschen weiter oben hier. So. Und jetzt die richtige Taste erwischen. Jawohl, sehr gut. Ging ja fast wie von selbst. So, da müsste jetzt noch hier irgendwo ein... Oh, da kann man was aufmachen. Ja, aber... Brauchen wir da den Flaschenzug dazu? Habe ich mir gedacht. Oh, da liegt das. Ist es das, was ich suche? Ja. Okay, wir brauchen also dafür den Flaschenzug, den wir doch eigentlich haben oder irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. So, wir schauen uns mal das hier an. The Sun Queen grows old. Pausieren. So, Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie fürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Das war also gar nicht so schön, Sonnenkönigin zu werden. Ja, das kann ich mir aber auch vorstellen. So, es geht hier einfach geradewegs weiter. Hier war ja... Ja, genau, da kommen wir noch... Moment mal, ist das der Eingang zu einer Gruft, oder? Nö. Ah, das ist der Rückweg zu dem Seil, an dem wir zurückkommen.
Eventuell. Oder ist hier vielleicht noch irgendwie was? Wir werden das irgendwann später herausfinden. Ah, da kommen wir ja an. Ja, okay, gut. Naja, wir werden das hier schon noch aufkriegen. Irgendwann demnächst. Eventuell brauchen wir da... Moment mal, Fertigkeiten, Ausrüstung, Seilpfeile, explosive Pfeile, Gegengewicht, durchdringende Pfeile. Ja, vielleicht brauchen wir die durchdringenden Pfeile. Oder doch irgendwie was ganz anderes. Bunker an der Klippe. Achso, wir haben jetzt eine neue Position. Eine neue Region auf der Karte. Da unten. Ah, okay. Und da ist ja wieder eine Schatzkarte. Nur haben wir den Eingang noch nicht gefunden. Bunker an der Klippe. Okay. Und da müssen wir hin. Da liegt die Endurance. Aha, okay, gut. Also dann mal munter voran. Hier sind so wenige Gegner hier. Das ist irgendwie... Es ist hier eigenartig. Die Endurance. Sie tearing it apart. Das da? Das soll die Endurance sein? Da ist aber nicht mehr viel übrig. Und vor allem nicht mehr heil. So, da habe ich noch eine Pflanze gesehen. Da drüben. Ah ja, das... Echt da drüber? Sollen wir drüber schießen? Ja, soll wahrscheinlich so sein. Hier haben wir noch einen dicken Bunker. Und da drüben ein zerschossenes Kanonenrohr. So wie es aussieht. So. Haben wir da ein Reiselager? Nö, ist nur ein Tageslager. Aber da können wir jetzt diesen Punkt verteilen. Ja, genau. Machen wir das doch mal. So, da haben wir alles. Da haben wir auch schon alles. Hier noch was. Auswahlkill und Killmeister. Baut das aufeinander auf? Ja, das heißt, das können wir nicht. Oder? Achso, doch, hier, benötigt Ausweich. Okay, ja. Gut, dann machen wir eben das hier. Meistern. So, zurück, zurück. Ja, ganz zurück. So. Okay, ja, also einen anderen Weg sehe ich nicht. Wir müssen wohl... Nö, das geht zu steil nach unten. So, ist das jetzt wirklich die Endurance? Hat jetzt dieses Blaue da? Das Ding ist ja total Schrott. Hm. Okay, ja. Wie dem auch sei, also ein anderes Schiff sehe ich hier nicht. Nur diese Bunkeranlage. Da muss es das sein. So, okay. Jetzt müssen wir hier, da. Okay, wir sollen also tatsächlich darüber... Ah ja, wir müssen da an dieses Rohr hier. Jawohl. Da, einmal hoch. Und weiter rüber. Oh ja, gerade noch so festgehalten. So, okay, da weiter. Und festhalten. Jawohl, sehr gut. Das ist aber auch anstrengend hier. Sich so rumzuhangeln. Ach, dafür kommt mit aber das Geschütz raus. Und es ist tatsächlich so ein Kanonenrohr. Und da tatsächlich, hier da ist auch so ein Sockel und da steht tatsächlich so ein Geschütz drauf. Also war meine Vermutung schon richtig. Ja gut, das bietet sich ja auch an. Ja, hier, ne? So mittendrin zum Drehen und dann hat man da ein Schussfeld. Ja, genau. So, das da ist wahrscheinlich wieder zu stark. Da kommen wir nicht dran. Was ist das hier? Oh, anzünden. Sowas hatten wir ja schon mal. Vorherige Bewohner. Ja, das ist das hier. Okay, da haben wir vier. In diesem Gebiet gibt es also diese Herausforderung. Diese vorherigen Bewohner. Da ist eine Kiste. 15 Schrott. Okay, aber hier noch irgendwas Interessantes. Jede Menge Gerümpel. Moment mal, nochmal einen Blick auf die Karte. Ja, da müssen wir hin. Ach, und da gibt es eine Schatzkarte. Ah, und was gibt's hier noch? Zwei Lager. Okay, eins haben wir ja schon. Vier Dokumente, drei Reliquien, fünf Geocache und eine Schatzkarte. Wir sind ja praktisch direkt vor dieser Schatzkarte. Alright, try now. This is a waste of
How many generators is this? What the hell are they using them for? Doesn't matter. They put in the orders, we fill them. No questions asked. Die sind aber auch gut bewaffnet. Are they powering fucking stadium lights? Should be quiet, brother. Don't talk like this. Also so wie es aussieht, will er da gar nicht weg. Ich würde mir gerne einen Überblick verschaffen hier ein wenig. Da ist niemand. Okay, den kriegen wir lautlos. Ah, der musste natürlich nochmal kakeln. Ah, Mist. Ja, komm. Oh, das sieht nicht gut aus. Schnell mal hoch da. Vielleicht sind wir hier einigermaßen sicher. Ach, da oben. Ja, da ist er. Ja. Ja, irgendwann muss es ja mal sein. Ja, ich stand auch da total offen. Okay, was musste der doch seine Klappe aufmachen da? So, nochmal. Wohin denn? Da links? Ah ja, genau. Alright, try now. This is a waste of time. How many generators is this? Da oben ist auch einer, da links. Okay, jetzt hat er nichts mehr gesagt. Okay, das ist schon mal gut. Da, oh, da, Moment mal, da, das sind ja gleich drei. Oder mindestens zwei. Aber da oben, da müsste doch auch noch einer sein, oder? Nee, 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 Lara, hier da oben. Hallo, Lara, da. Hallo. Oh, sowas nervt aber auch hier. Okay, das sind jetzt noch drei. Brother, I told you to be silent. Stop this talk. Hold on, Jam! Fuck, now what? Krieg das auch nicht hin. Brother, please. I'm not your fucking brother. I'm sick of this place. We keep salvaging all this useless shit. We're working our asses off. For what? Father Matthias? Ich glaube, der ist irgendwie vernünftig da. How much longer do we have? Wait, wait, wait. Shit! What the? What's going on down there? Everything okay? What the? Everything's fine. Just get this. Das haben sie auch nicht gemerkt. Hey, get down here. Oh, Moment, ich stehe ja schon wieder mit dem Feuer. Und es ging so gut los. Ach, da ist auch einer. Da ist auch einer. Nein, warum? Ist hier denn irgendwo mal Deckung? Noch irgendwo einer? Da. Okay, gleich mal nachladen. Es geht ja noch. So. Oh, geht da einfach die Tür auf. Hallo, lass mich doch mal Luft holen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich war jetzt sehr konzentriert. Aber gut. Nee, warte mal, aber ja doch, sieht gut aus. Mann, geht da einfach gleich die Tür auf. Okay, gut. Ich will mich erst noch mal ein bisschen umsehen. Bisschen Sachen einsammeln. Ich habe gerade vorher noch so ein bisschen überlegt, soll ich vielleicht die Schwierigkeitsstufe wieder hochsetzen? Die ist ja immer noch auf Mittel. Oder normal, oder wie das heißt. Da dieses Explosionsfass hätte ich auch
benutzen können zum, also na, ihr wisst schon, in die Luft sprengen. Naja, aber so wie es aussieht, ging es auch so. So, haben wir da noch einen? Ja, da noch einer. Na, den hatten wir schon. Da war doch gerade noch einer. Hier, der da. Oh ja, da noch eine Pflanze. Sehr gut. So, da kann ich nichts mehr nehmen. Ja, also Granatwerfer hatten wir, hätten wir ja auch noch gehabt. Ging aber jetzt auch so. Naja, also ich habe schon einige Möglichkeiten. Ne? Also ich muss da nur ein bisschen Geschick aufbringen, das Ganze auch einzusetzen dann, wenn es denn mal soweit ist. Und dran denken erstmal, vor lauter Hetze und Stress. Aber das ist immer so ein generelles Problem bei mir. Haben wir denn hier noch was Interessantes? Eine dunkle, verschlossene Tür. Die ist interessant, aber bringt uns leider nichts. Da sind noch ein paar Pfeile. Nö, haben wir schon volles Inventar in Sachen Pfeile? Da auch. Ja, okay. Da unten drunter, da ist doch so ein Rad, an dem man drehen kann, aber wahrscheinlich... Nö, da kommen wir von hier aus jedenfalls nicht hin. Okay, wir müssen weiter durch diese Tür, wo der andere Typ da gerade herkam. Da ist sonst auch nichts. Oder können wir hier irgendwo nach oben? Moment mal. Da ist noch ein Seil. Oh, aufnehmen. Irgendwas Galtes aufzunehmen. Ah, hier. Da lag noch einer. Moment mal, das will ich doch mal anschauen. Oder ist das einfach nur dafür da, dass wir runterkommen? Ja, das ist dafür da, dass wir runterkommen. Das eignet sich zu was anderem nicht. Oh, da lag ja noch einer. So, sehr gut. Also hier weiter. Dann will ich mal wieder ja, auf den Bogen umwechseln. Ja, komm, mach ich mal. Da noch eine Kiste. Wahrscheinlich Schrot. Ja, genau. Haben wir aber schon alles voll. Gut. Okay, Lara wittert schon wieder was. Haha. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich nehme doch wieder das Gewehr. Das ist besser. Ist einfacher. Da ist doch noch einer. Was macht ihr denn da? Aha. Was? Ach, da von hinten kommt noch einer. Oh, nee. Das war ja fies. Aber das war fies. Aber gut gemacht von denen. Oh ja, aber jetzt brauche ich aber erstmal eine Pause hier. Da ist keiner mehr, so wie es aussieht. Hier, den kann ich nochmal plündern, hier da vorne. Da, haben wir da noch irgendwas? Na, ne. Da noch Munition aufnehmen. Jetzt wäre natürlich ein Lagerfeuer ganz gut. Okay, die haben wir geplündert. Es ist doch schon wieder einer. Ich glaube, die kommen von der Tür hier. Ich guck mal. Nö, kommen sie doch nicht. Da ist nur eine Kiste. Ah, noch ein paar Pfeile. Okay, haben wir voll. Moment mal, was sagt dir die Karte? Ach guck mal, da ist ja noch diese Schatzkarte. Da sind wir immer noch nicht dran. Da kann aber jetzt nicht mehr so viel los sein hier, oder? Ja, siehst du, soweit habe ich mich schon vorgearbeitet. Wo sind sie denn jetzt? Boah. Irgendwo davor, ne? Die haben mich gesehen, aber ich habe sie nicht gesehen. Boah, wie sie da immer... Wie sie da immer hier ihr Dynamit hinwerfen. So, machen wir das doch eben mal so.
vorne ist was Weißes, da kann man hoch. Okay, aber hier sehe ich jetzt nichts weiter. Hm, das ist alles recht unübersichtlich da. Das Gebiet ist doch größer. Das ist zwar von der Grundfläche her nicht so weit ausgebreitet, aber es hat eben mehrere Stockwerke. Wo sind die denn? Ach, da vorne. Okay, einen haben wir. Da muss mindestens noch einer sein. Okay. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt erwischt haben. Nee, offensichtlich noch nicht. Oder da ist noch einer. Da oben. Ah, und da unten auch. Nee, du hast sie nicht. Nee, von hinten kommt doch keiner. Da. Ja, so haut das nicht hin. Ah ja, wie gesagt, Nahkampf ist einfach nichts für mich. Wenn es Dark Souls wäre, okay, dann wäre es ja was anderes, da geht es ja nicht anders. Ja doch, Fernkampf gibt es da auch. Aber so, nö. So, wie sieht es aus hier? Sind alle weg? Ich würde gerne mal die Folge beenden, aber das haut gerade nicht so hin. Okay, so, jetzt ist jetzt Ruhe. Also für Lara anscheinend schon. Ihre Instinkte sagen ihr, hier ist Ruhe. Gut, dann werde ich diese Gelegenheit gleich mal nutzen und bevor wir das Ganze da weiter erkunden und plündern, hier einfach mal ein bisschen hinsetzen und eine kleine Aufnahmepause machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, hier ist, ich meine, nett ist es jetzt auch nicht gerade, aber... Oh ja, Pfeile noch? Nö, haben wir schon alles. Mit deiner Mausefalle will ich auch nicht sitzen bleiben. So, hier, da stellen wir uns hin. So, also gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann dieses Gelände hier weiter erkunden und vielleicht noch ein paar Gegner platt machen. Bis denn. Tschüss.